Hey Leute, ich bin's Sven und heute stelle ich euch mal wieder ein weiteres Texture Pack vor. Viel Spaß! Und zwar das Red Shadow Texture Pack. Das Besondere wirklich an diesem Texture Pack ist, dass es 3D animierte Schwerter hat. Und sowas hat man, denke ich mal, in Minecraft noch nicht gesehen. Wir gehen als allererstes mal zu der Rüstung und zu den Erzen. Die Erze kann man ganz gut erkennen und sehen auch cool aus. Und das Dia-Erz ist zum Beispiel auch pink statt blau. Dann zur Rüstung. Die Dia-Rüstung wurde auch hier verändert und sieht jetzt rot aus. Und das sieht jetzt zum Beispiel so aus. Wenn ich die jetzt mal anziehe, bin ich einfach komplett rot hier mit der Dia-Rüstung ausgestattet. Passend dazu natürlich auch den Diamant in rot, den Eisen- und Goldbarren kann man auch gut erkennen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal direkt zu den Schwertern. Und die sehen wirklich cool aus. Wie gesagt, 3D-Schwerter, die animiert worden sind, wie man hier auch schon sehen kann. Klar, das ist kein PvP-Texture-Pack, das sagt ja auch keiner. Ich würde auch selber nicht mit dem Texture-Pack PvP zocken, aber es ist wirklich mal eine coole Sache. Man hat sowas in der Art noch nicht in Minecraft gesehen. Und deswegen finde ich das echt mal cool. Das Holzschwert zum Beispiel hier, wenn man das auch besonders hier in der Third-Person-Perspektive anschaut, sieht es echt schon fresh aus. Dann kommen wir zum Goldschwert, was auch cool aussieht. Natürlich auch mit dem roten Griff hier. Es hat eine andere Animation, also jedes Schwert hat auch wirklich eine andere Animation. Jetzt zum Steinschwert, wo man auch ganz leicht die Animation im Steinschwert hier erkennen kann. Natürlich auch der Griff gleich animiert. Das Eisenschwert sieht so aus und dann noch zu guter Letzt das Dia-Schwert, was wirklich auch cool aussieht und natürlich dann auch passend zu der Rüstung und zu dem Diamant in Rot. Und so sehen die Schwerter aus, aber auch ganz cool mal hier in der Third Person zu sehen. Dann zu dem Bogen und der Angel. Zwar haben wir als Bogen eine Armbrust und wenn wir die spannen, haben wir auch drei verschiedene Farbstufen und ihr seht, als letzte Farbstufe ist diese auch animiert in Rot und das sieht wirklich mega cool aus. Leute, hier einfach eine Armbrust in Minecraft als Texture Pack. Wir können natürlich mit der Armbrust schießen, ganz normale Default-Partikel. Dann haben wir hier noch eine 3D-Angel, die aber nicht animiert ist. Ist aber auch nicht so schlimm. Hier haben wir zum Beispiel das FNS, auch in Rot. Eine Enderperle, auch in Rot. Dann haben wir die ganz normalen Partikel. Und zwar sieht man hier nicht den Goldapfel in Gold, sondern in Rot. Der auch so ein bisschen animiert worden ist, wenn man genau hinschaut. Der wird ab und zu immer so ein bisschen heller. Also da ist auf jeden Fall auch eine leichte Animation drin. Es gibt natürlich aber auch noch ein paar andere animierte Items, wie zum Beispiel hier dieser Zaubertisch, der ziemlich cool aussieht. Hier auch rot. Der Ofen ist auch animiert, wenn man genauer hinschaut. Auch die Crafting Bench, die aber leider ein bisschen verbuggt ist, wenn ich die jetzt einfach mal hier hinstelle, sieht man hier einfach so, wenn man genauer ranzoomt, so ein paar verpixelte Striche, aber ist jetzt nicht allzu schlimm. Und diese Crafting Bench hat auch eine rote Oberfläche. Jetzt nochmal ganz kurz zu den Partikeln, die sind eigentlich normal, wie man auch schon vorhin bei dem Bogen gesehen hat. Man hat hier Low Fire, und zwar rotes Low Fire. Sieht auch ziemlich cool aus und dann hier natürlich auch ganz normale Wasserpartikel. Auch bei dem Tag hat sich nicht viel verändert. So sieht einfach die normale Sonne aus. Und in der Nacht sieht man auch nichts anderes. Aber das war es jetzt erstmal so zu diesem Texture Pack. Ich würde sagen, wir joinen einfach noch gleich mal in eine Runde Quick Escape und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt auf der Map Mystic und wirklich noch ein weiterer großer Nachteil ist, dass man wirklich die Waffen zum Beispiel fast gar nicht in den Kisten erkennen kann. Hier haben wir zum Beispiel schon mal direkt ein Holzschwert. Also man kann es natürlich erkennen, aber wirklich deutlich schwieriger als in anderen Texture Packs. Vielleicht bekommen wir sogar noch eine Armbrust, eine Angel haben wir hier auch. Und es ist wirklich ziemlich verwirrend, mal mit dem Texture Pack hier zu zocken. Aber es ist natürlich auch kein PvP-Texture Pack, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Es ist einfach mal eine coole Sache, das so für ein paar Runden auszuprobieren. So, mein Freund, da hat hier auch schon eine gute Rüstung. Den müssen wir doch killen. Der hat auch ein Holzschwert, das kann man gut erkennen. Und den müssen wir doch auch haben. Und nice. Armbrust haben wir hier auch. Und hier liegt einfach eine violette Diabrust, heißt es hier. Auch rum, sehr schön. Die Herzen finde ich auch wirklich sehr nice. Da muss jetzt die Armbrust zum Einsatz. Okay, der schießt auch mit der Armbrust. Und ich hoffe mal, dass der andere jetzt nicht gleich abstaubt, wenn wir hier kämpfen. Aber wir haben den doch schon mal ganz gut gehittet. Der bleibt an dem Baum hier hängen. Alter, what? Und wie viel TNT spammt der? Und der hat eiskalt einfach One-Hit abgestaubt. Das kriegst du zurück, mein Freund. Der hat aber auch schon wirklich gute Sachen. Ich habe 3,5 Herzen. Ich denke mal, der ist ein bisschen lower One- oder Two-Hit auf jeden Fall. Und er war One-Hit. Zum Glück noch von dem Deathmatch hier bekommen. Und ein paar Pfeile haben wir auch noch. Okay, wir müssen schnell raggen. Die Regeneration, die haben wir echt noch kurz vor dem Deathmatch gebraucht. Hier sieht man auch zum Beispiel besonders die 3D-pinken Dia-Erze. Gehen wir mal auf den It's Noah hier mit seiner Armbrust. Und wenn wirklich ein anderer Spieler die Armbrust hier spannt, das sieht ziemlich cool aus. Und, shit, shit, shit. Die kämpfen jetzt auch. Der eine mischt sich da hinter nicht so... Okay, ich habe ein bisschen gebuggt. Da müsste doch auch low sein. Nice, mit der Armbrust haben wir ihn. So, jetzt kommt der andere. Ich bugge aber ein bisschen umher. So, jetzt kann er nicht mehr wegrennen. Und ich schätze mal, dann haben wir ihn auch gleich down. Und wir haben gewonnen. Nice. Das war jetzt auch mal eine Runde Quick Escape mit 3D animierten Schwertern. Auf jeden Fall auch mal eine coole Sache. Ihr könnt es selber euch gerne mal downloaden, falls es euch gefällt. Und natürlich bei dem Macher vorbeischauen. Alles unten in der Videobeschreibung. Und das war es an sich zu diesem Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.